gerade geguckt, als hättest du in eine Zitrone gebissen. Gerade aus dem Ofen geholt, das Brot sieht mal richtig geil aus. Das gibt's bei uns dann morgen zum Frühstück. So langsam kommt Weihnachtsstimmung auf. Heute ist Dienstag und ich bin gerade dabei, hier einen Adventskalender für jemanden zu basteln. Einen selbstgemachten Tee-Adventskalender mit ganz vielen tollen verschiedenen Teesorten. Und bei mir gibt's einen Schoko-Chai, so ganz weihnachtlich in der Weihnachtstasse. Das ist die Freundin. Die testet jetzt ihre neue Tinte. Was testest du für eine Farbe? Ink of the Year. Olive. Guten Morgen, es ist Freitag und heute kommt das große Packen und damit auch der letzte. Guten Morgen, es ist Freitag und damit der letzte Eintrag für den dieswöchigen Weekly Vlog, weil wir sind unterwegs. Es geht das ganze Wochenende über am Teich, endlich wieder mal ein Overnighter-Video machen. Ich freue mich mega. Ich bin zusammen mit meinen ehemaligen Mitbewohnern unterwegs. Und dieser Kokosnuss. Davon weiß er noch nichts, der kriegt die Challenge, währenddessen wir unterwegs sind. Er muss mit seinem guten Schweizer Taschenmesser diese Kokosnuss öffnen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wasser ist auch drinne, man hört's. Ja, ansonsten die Woche habe ich viel mit dem BAföG-Amt zu tun gehabt. Ich habe jetzt die Bestätigung, dass ich meinen BAföG endlich wieder bekomme. Ab Ende des Monats und dann sind es über 100 Tage seit Antragstellung. Das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist der pure Wahnsinn. Ich mache mich jetzt ans Packen. Ja, und dann sehen wir uns sicherlich spätestens nächste Woche irgendwie mit einem Video wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonnieren, Daumen nach oben etc. Tschüss!